Hallo YouTube! Heute wollen wir uns Kräfte an einer schiefen Ebene anschauen und wir müssen erstmal herausfinden, was überhaupt eine schiefe Ebene ist. Naja, eine schiefe Ebene ist ziemlich einfach. Die ist definiert durch zwei Eigenschaften. Sie ist schief und sie ist eine Ebene. Sie ist eine Ebene, heißt, dass da keine Hügel oder so drin sind. Und dass sie schief ist, heißt einfach nur, dass sie um einen Winkel von, keine Ahnung, zum Beispiel 20 Grad gegenüber unserem Boden gekippt ist. Wenn wir das also zeichnen wollen, dann können wir davon zum Beispiel einen Ausschnitt zeichnen und das hier vorne ist zum Beispiel ein Ausschnitt aus der Ebene. Die Ebene würde jetzt theoretisch hier noch hinten in den Bildschirm sozusagen reinragen. Ich kann das mal noch ein bisschen schöner versuchen, Perspektive zu zeichnen. Das heißt, sie würde dann so nach hinten in das Bild hier vorne reinragen. Auf dieser Ebene können wir zum Beispiel dieses hellblaue Objekt hier vorne haben und hier vorne diesen Winkel Phi habe ich den einfach mal genannt. Und nun wirken auf dieses Objekt bestimmte Kräfte. Und zwar zum Beispiel diese Gewichtskraft hier vorne. Das Problem ist, die Gewichtskraft, was passiert jetzt? Und dafür müssen wir uns erstmal anschauen, was auf einer normalen Ebene passiert. Und dazu scroll ich mal hier ein bisschen rechts rüber. Auf einer normalen Ebene, wenn da eine Kraft einfach nur nach unten geht, passiert dort Folgendes. Diese Kraft hier drückt dieses Objekt hier nach unten, aber dieses Objekt kann nicht einfach so durch den Boden sinken. Das ist ein unsinkbares Objekt. Und das Problem jetzt dabei ist, wie würde man das jetzt sagen? Was würde man da sagen? Die Antwort ist, man sagt, es existiert eine Gegenkraft. Der Boden gibt eine Kraft dagegen sozusagen ab und diese Gegenkraft können wir einzeichnen. Diese Gegenkraft hier vorne zeigt genau gegen die Gravitationskraft und damit ist die Summe aller Kräfte in diesem Diagramm hier vorne 0. Und damit passiert von der Geschwindigkeit her nichts. Das heißt, wenn wir uns breit nach rechts bewegen, dann bewegen wir uns auch weiterhin nach rechts. Es passiert nichts. Wir bewegen uns auf keinen Fall nach unten, weil die Geschwindigkeit am Anfang war 0 und sie bleibt jetzt auch 0. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie eine Kraft auf einer Ebene stehen kann. Das heißt, eine Kraft kann einfach hier auf der Ebene direkt senkrecht draufstehen oder sie kann parallel zur Ebene stehen. Wenn sie parallel zur Ebene steht, dann gibt es dort keine Gegenkraft, weil hier kein Objekt ist, was das irgendwie aufhalten würde, sondern dort kann das Objekt einfach frei langfahren. Das heißt, wir haben hier vorne nach dem newtonschen Aktionsprinzip, haben wir hier vorne F gleich M mal A, eine Beschleunigung von der Kraft durch M. Wir kennen also nun zwei Kraftrichtungen, einmal senkrecht zur Ebene und einmal parallel zur Ebene. Und das werden wir jetzt ausnutzen. Wenn wir einen besonderen Fall haben in der Physik, kann man ihn in 80-90% immer auf grundlegende Fälle zurückführen. Zum Beispiel den besonderen Fall der unglaublich schiefen, schwierigen Ebene kann man zurückführen auf die Fälle von senkrechter und paralleler Kraft hier vorne. Wie machen wir das? Naja, wir können, wie wir es im letzten Video gelernt haben, Kräfte zerlegen. Und das machen wir hier einfach mal. Und zwar nach diesen beiden Achsen. Was sind das hier für Achsen? Naja, das hier ist die Achse, die parallel ist. Und das hier ist die Achse, die senkrecht ist. Und wenn wir das jetzt zerlegen wollen, dann können wir das ja mal einfach mal machen nach dem Prinzip, das wir kennengelernt haben. Das heißt, wir müssen jetzt eine Parallele hier oben zu zeichnen, die in der Spitze oder durch die Spitze unserer Kraft durchgeht. Das wäre ungefähr diese Parallele und eine Parallele zu dieser anderen Linie hier vorne. Die sieht dann ungefähr schwuppdiwupp so aus. Und dann können wir unsere beiden Komponenten ablesen, die einfach von hier aus ausgehen. Und zwar genau bis zu dem Treffpunkt dieser beiden Linien. Und das gleiche auch nochmal nach hier unten. Das heißt, hier vorne haben wir dann unsere beiden Kraftkomponenten. Die können wir auch irgendwie beschriften, zum Beispiel mit Hangabtriebskraft und Normalkraft. Die Namen habe ich mir jetzt übrigens nicht ausgedacht, das sind solche physikalischen Namen. Die Hangabtriebskraft treibt das Objekt den Hang hinab. Die Normalkraft steht normal zur Ebene, das heißt nichts anderes als senkrecht auf der Ebene und drückt dieses Objekt also senkrecht auf die Ebene drauf. Was passiert also? Naja, mit der Normalkraft passiert nicht viel, aber wir erwarten, dass die Hangabtriebskraft uns halt irgendwie beschleunigen wird. Nach F gleich M mal A. Schauen wir uns dazu aber erstmal die Hangabtriebskraft und Normalkraft an. Dazu scroll ich jetzt ein bisschen nach unten. Und wir wollen erstmal wissen, wie groß sind die denn überhaupt? Wir wissen, in welche Richtung sie zeigen, aber wir wissen nicht, wie groß sie sind. Was ist ihr Betrag? Der Betrag ist einfach nur die Länge dieser Vektorpfeile. Und dazu schauen wir uns dieses Dreieck an, dieses Dreieck des Todes.
Was eigentlich ziemlich simpel ist. Was ich gemacht habe, ich habe einfach nur die Ebene nochmal gezeichnet, nur habe ich diesmal das Objekt hier vorne nicht mehr gezeichnet, sondern nur noch die Kräfte. Das ist einmal die Gewichtskraft, die hier gerade nach unten geht, die Hangabtriebskraft, die hier nach unten rechts geht und die Normalkraft, die hier nach unten links geht. Und natürlich muss die Hangabtriebskraft parallel zu dieser gelben Linie sein, deswegen habe ich die da so durchgezeichnet und die Normalkraft muss dazu senkrecht sein, deswegen ist dieser pinke 90-Grad-Winkel hier vorne. So, und anfänglich steht unsere Gravitationskraft genau in der Y-Richtung. Das heißt, in unserer Höhenrichtung steht sie. Weil wir genau nach unten zur Erde hin beschleunigt werden. Das heißt, auch hier vorne habe ich dann diesen blauen 90-Grad-Winkel. Und mit diesen beiden 90-Grad-Winkeln ist schon alles bestimmt. Und das werde ich euch jetzt zeigen, warum. In einem Dreieck gilt der Satz, dass alle Winkel sich zu 180 Grad addieren müssen. Das heißt, dieser 90 Grad Winkel und dieses Phi und dieser bestimmte hellblaue Winkel müssen sich zu 180 Grad addieren. Und das geht nur, wenn dieser Winkel hier 90 Grad minus Phi ist. Wenn dieser Winkel hier 90 Grad minus Phi ist und dieser Winkel hier vorne ein anderer Winkel ist und die zusammen auch 90 Grad sein müssen, wegen diesem 90 Grad Winkel, der Gesamtwinkel hier vorne ist, müssen diese beiden, oder muss dieser Winkel ja auch der Winkel Phi sein. Man hätte das Ganze auch jetzt über Stufenwinkel und Scherwinkel und so weiter argumentieren dürfen. Ich glaube, die wörtliche Argumentation ist da ein bisschen leichter. Und wie ihr es hier unten schon seht, kriegen wir deswegen auch bestimmte Cosinus- und Sinuswerte raus. Cosinus ist zum Beispiel Ankathete, also Fn, diese Ankathete hier vorne, Ankathete durch Hypotenuse. Das heißt Fn durch Fg, beziehungsweise wenn ich es umstelle, Fn ist gleich Cosinus Phi mal Fg. Mit der wird aber nichts passieren. Wichtiger ist unsere Hangabtriebskraft. Die ist unsere Gegenkathete. Wenn wir die durch unsere Hypotenuse teilen, dann steht da F-Hangabtriebskraft durch F-Gravitationskraft ist gleich Sinus Phi. Oder wenn wir es umstellen, F-Hangabtriebskraft ist gleich Sinus Phi mal Fg. Und das ist, was uns beschleunigen wird. Das heißt, daraus wird M mal A entstehen. Das heißt, wenn wir die Beschleunigung auf so einer Ebene wissen wollen, ohne Reibung, dann ist das ziemlich simpel. Dann teilen wir hier das durch M und dann erhalten wir für die Beschleunigung, die Beschleunigung ist nichts anderes als Sinus von Phi mal Fg durch M. Beziehungsweise wenn wir Fg gleich M mal G einsetzen, das ist so die Standardgravitationskraft, dann erhalten wir hier sogar Sinus von Phi mal G. Macht das Ergebnis nun Sinn? Naja, schauen wir uns mal besondere Fälle an. Was passiert, wenn wir 0 Grad oder Pi Grad haben, also 90 Grad, wäre eigentlich Pi halbe, aber was passiert, wenn wir 0 Grad oder 90 Grad haben? Bei 0 Grad haben wir Sinus von 0 Grad, das ist einfach 0. Das heißt, wenn die Ebene 0 Grad hat, haben wir keine Beschleunigung. Macht das Sinn? Naja, wir schauen einfach nochmal hier hoch und klicken hier das hier weg. Und dann sehen wir, ja, wenn das einfach nur die Ebene gerade ist, das sind 0 Grad, dann sollte hier keine Beschleunigung nach rechts passieren. Und das ist natürlich auch genau das, was passiert. Also, wieder mal, wenn wir etwas spezialisieren, wie zum Beispiel in dem Spezialfall der schiefen Ebene, muss es auch für die Generalisierung gelten. Diese Generalisierung müssen auch für Spezialfälle gelten. Das heißt, unser generalisierter Fall mit irgendeinem Winkel Phi muss für den Spezialfall für Phi gleich 0 Grad natürlich auch gelten. Das Ganze bei 90 Grad ist auch sehr interessant. Sinus von 90 Grad ist einfach 1 und damit ist A genau gleich G. Wie würde das aussehen? Naja, wir hätten hier irgendwo eine Ebene und daneben wäre ein Objekt, das einfach genau runterfallen würde. Und dieses Objekt würde natürlich mit der Erdbeschleunigung genau beschleunigt werden, wie man es auch erwarten würde. Das heißt, diese Formel macht auf jeden Fall Sinn. Unsere Beschleunigung läuft also mit Sinus Phi mal G und unsere Normalkraft läuft mit Cosinus Phi mal Fg, aber macht erstmal nichts. Also nochmal ganz kurz, bei der Ebene von Phi gleich 0 Grad ist unsere Normalkraft genau die Gravitationskraft und die Hangabtriebskraft ist gleich 0, damit ist auch die Beschleunigung gleich 0. Das heißt, dort wird nichts passieren, als dass das Objekt mit Fg auf diese Ebene gedrückt wird. Beim Fall, dass wir Phi gleich 90 Grad haben, haben wir genau den Fall, also den Fall- und Wurffall. Und da ist die Hangabtriebskraft genau die Gravitationskraft, das heißt unsere Beschleunigung ist genau G. Und das ist genau das, was wir erwarten, wenn ein Objekt einfach nur fällt. Allgemein, wie wir da oben schon gezeigt haben, ist die Formel dafür A ist gleich Sinus von Phi mal G.
Und das sollten wir uns vielleicht auch merken, zumindest wie wir darauf gekommen sind. Wie sind wir darauf gekommen? Nein, wir müssen eigentlich nur merken, wie man das hier vorne macht, mit den Winkeln ein bisschen rumspielen kann. Das heißt, mit den Winkeln spielt man ein bisschen rum und findet irgendwann raus, dass der Winkel ja auch Phi ist. Und dann ist es einfach nur noch Kosinus und Sinus von Phi. Jeweils mal FG. So, dann schauen wir uns jetzt das nächste an. Und das nächste ist nämlich, was passiert, wenn wir einen wichtigen Faktor noch dazu tun? Und zwar die sogenannte Reibung. Reibung hindert ein Objekt in der Realität daran, einfach die ganze Zeit mit der gleichen Geschwindigkeit zu gehen. Das ist, weil die Oberflächen sind von Objekten nicht hundertprozentig glatt. Bei Eis ist das schon ein bisschen besser, deswegen kann man auch über Eis ein bisschen besser gleiten. Das heißt, wenn die Oberflächen alle 100% glatt wären, könnte man theoretisch reibungslos rumlaufen. Bei realen Oberflächen haben die aber ihre Unglätten und da stoßen dann die ganze Zeit diese Unglätten gegeneinander und dafür wird eine Kraft verbraucht. Das heißt, durch diese Unglätten wird die ganze Zeit Kraft verbraucht. Das heißt, wir erhalten eine sogenannte Reibungskraft, die dort aufkommt. Und das Interessante ist, wenn man das jetzt macht und sich anschaut, wie das ungefähr aussieht, diese Reibungskraft, dann sieht das so aus im Kräftediagramm. Aber viel wichtiger ist diese Formel hier vorne. Das sieht aus, dass man einfach sagt, wir haben eine Normalkraft und ein bestimmter Teil dieser Normalkraft wird zur Reibungskraft. Das hier ist übrigens eine empirische Formel. Das heißt, die wurde so gemessen. Man hat gesagt, ja, das ist ungefähr so, passt schon, ja, die Linie, ja, die Datenwerte passen alle ungefähr. Also keine Grundprinzipialformel. Es gibt auch noch andere Reibungsformeln, wie zum Beispiel die Stokesche Reibung oder so, die wir später noch kennenlernen. Die hier, die Reibungskraft auf Ebenen, ist aber eine relativ einfache Formel, deswegen werfe ich euch jetzt schon damit zu. Was sagt die aus? Naja, die sagt eigentlich aus, dass unsere Reibungskraft gegeben ist, indem wir die Normalkraft nehmen und mit irgendeinem Koeffizienten multiplizieren. Der ist dann 0,3, 0,4 oder irgendein Wert, den man in der Tabelle nachschauen kann. Das heißt, nur ein Anteil unserer Normalkraft wird wirklich zur Reibungskraft. Und dann steht da hinten noch irgendwie so ein EV-Vektor. Das ist eigentlich nur der Einheitsvektor in die V-Richtung. Warum habe ich das gemacht? Naja, weil die Reibungskraft zeigt nicht in die gleiche Richtung wie die Normalkraft, sondern zeigt immer einer Geschwindigkeit entgegen. Und das ist ein wichtiger Schritt. Wenn unsere Geschwindigkeit nämlich nicht vorhanden ist, dann ist auch keine Reibungskraft vorhanden. Unsere Reibungskraft kann immer nur alle Geschwindigkeiten bremsen, sie kann aber nicht dazu führen, dass wenn irgendwann V gleich 0 ist, dass wir dann sozusagen immer noch die Reibungskraft haben und uns dann auf einmal in die Gegenrichtung beschleunigen oder so. Das ist Schwachsinn. Wenn V gleich 0 ist, hört die Reibungskraft auf. Da ist dann keine Reibungskraft mehr. Wichtig an dieser oberen Zeichnung ist übrigens nur dieser linke Part hier vorne mit dem Fr, was hier vorne steht. Das heißt, hier vorne habe ich einfach mal eingezeichnet. Vorne haben wir unsere Normalkraft, die uns auf unsere Ebene drückt. Natürlich haben wir da auch eine entsprechende Gegenkraft von diesem Objekt hier vorne. Und zusätzlich haben wir aber dann noch diese Reibungskraft. Normalerweise würden sich die Kräfte hier vorne genau ausgleichen und unsere Geschwindigkeit würde immer so weitergehen. Hier haben wir aber zusätzlich noch die Reibungskraft, die zusätzlich diese Geschwindigkeit immer weiter abschwächt, weil die genau dagegen zeigt sozusagen. Und mit der Zeit schwächt das dann diese Geschwindigkeit hier vorne ab. Die Beschleunigung, die hier dadurch resultiert, ist also entgegensetzt der Geschwindigkeit. Das heißt, unsere Geschwindigkeit nimmt ab. Das ist also Reibung. Naja, dann schauen wir uns nochmal an, wie Reibung für eine solche schiefe Ebene aussieht. Naja, für eine schiefe Ebene sieht es genau gleich aus. Wir haben Normalkraft, Hangabtriebskraft, die beide Komponenten der Gravitationskraft sind. Und dann haben wir natürlich hier die Gegenkraft, die auch schon immer da war. Aber zusätzlich haben wir jetzt noch diese Reibungskraft. Die kommt jetzt noch dazu. Das heißt, bei den Formeln, die wir vorher hatten, müssen wir noch die Reibungskraft dazu tun. Das heißt, wir haben jetzt hier die Normalkraft, die Hangabtriebskraft nach genau den gleichen Formeln. Aber dazu kommt noch die Reibungskraft. Und die Reibungskraft ist in Gegenrichtung zur Normalkraft, Minus, mit einem Faktor Fn multipliziert. Das heißt, ich nehme einfach die Normalkraft, das ist der Teil hier vorne, und packe dann Minus und ein Fn hin. Indem ich einfach Minus und Fn vor meine Normalkraft multipliziere, habe ich dann hier insgesamt Minus Fn vor meine Normalkraft, habe ich dann insgesamt die Reibungskraft. Der letzte Teil hier mit dem EV ist in diesem Fall nicht so wichtig, weil wir uns die Richtung ja sowieso denken können. Wir müssen uns halt nur daran erinnern, dass das nicht mehr funktioniert, wenn V gleich 0 ist.
Interessant ist jetzt aber auch, was unsere Gesamtkraft ist. Denn wir werden zwar jetzt mit einer Kraft FHA hier vorne nach unten beschleunigt, aber auch mit einer Reibungskraft dagegen beschleunigt. Denn wir fangen natürlich an, uns hier in diese Richtung zu bewegen mit einer Geschwindigkeit, weil wir durch die Hangabtriebskraft runter beschleunigt werden. Aber dagegen steht unsere Reibungskraft. Beschleunigt das sich jetzt in zwei Richtungen? Nein, das Objekt kann nicht einfach auseinanderfliegen und dann in zwei Richtungen gehen. Das Objekt geht nur in eine Richtung. Was machen wir also? Wir haben zwei Kräfte, aber wollen nur eine Richtung haben. Natürlich addieren wir die Kräfte. Das heißt, wir addieren die Reibungskraft jetzt hier auf die Hangabtriebskraft. Die sind antiparallel. Das heißt, im Endeffekt muss ich die Differenz bilden. Und das mache ich hier unten auch. Ich addiere meine entgegenzeigende, das heißt mit dem Minus hier vorne, deswegen die Differenz immer mit Minus, meine gegenzeigende Gravitationskraft auf meine hinzeigende Hangabtriebskraft. Beziehungsweise ich ziehe von meiner hintreibenden Hangabtriebskraft, ziehe ich die gegentreibende Reibungskraft ab. Das Ganze sieht dann, wenn man es ein bisschen umformt, so aus. Das ist doch schon mal wunderschön. Das heißt, unsere Beschleunigung ist jetzt einfach wieder g mal diesen Faktor, den wir hier hinter haben. Indem ich das Ganze wieder durch m teile und die Gravitationskraft mit m mal g ersetze, dann habe ich hier wieder den Faktor Sinus Phi minus Cosinus Phi mal f. Das heißt, umso stärker, umso größer das f ist und umso kleiner Phi ist, umso stärker wird dieser Faktor hier vorne ins Gewicht fallen. Größeres Cosinus, größeres f, stärkerer Faktor, der hier ins Gewicht fällt, also weniger Beschleunigung. Jetzt kann man sich auch die Frage stellen, wo ist meine Beschleunigung 0? Und das können wir auch mal ausprobieren. Gucken einfach, wo dieser hintere Faktor hier 0 ist. Denn die Gravitationskonstante ist eine Konstante, die wird niemals 0 sein. Das heißt, wenn wir das hier gleich 0 setzen, können wir einfach dadurch teilen. Dann müssen wir nur noch gucken, wann der hintere Teil gleich 0 ist. Wann ist der hintere Teil gleich 0? Wenn Sinus von Phi minus Cosinus Phi mal Fn gleich 0 ist, das Ding hier können wir addieren, das Cosinus Phi mal Fn, und haben dann hier Cosinus Phi mal Fn ist gleich Sinus Phi. Das teilen wir dann durchs Cosinus und wir erhalten Fn ist gleich Tangens Phi. Was zur Hölle sagt uns das jetzt? Dieser Wert sagt uns, ab wann ein Objekt ins Rutschen gerät auf einer schrägen Ebene. Oder auf einer schiefen Ebene, sollte ich sagen. Das heißt, wir haben irgendeine beliebige schiefe Ebene und nur wenn der Tangens von diesem Phi hier vorne größer wird als dieses Fn hier vorne, nur dann fängt das Ganze an, sich überhaupt zu bewegen, weil sonst die Reibungskraft einfach größer ist als die Hangabtriebskraft. Damit kann man sich zum Beispiel diese Fns hier vorne ausrechnen. Und zwar, indem man einfach eine Ebene nimmt und die langsam immer steiler macht. Und dann machen die ein Stück steiler und ein Stück steiler und ein Stück steiler und irgendwann wird mein Objekt anfangen runterzurutschen und dann muss ich ganz schnell festhalten, weil dann habe ich genau den Punkt erreicht, wo meine Hangabtriebskraft nur ein winzig kleines Stück, was vernachlässigbar groß ist, höher ist als meine Reibungskraft. Also ich Annäherung sagen kann, meine Reibungskraft ist meine Hangabtriebskraft. Das heißt, dann nehme ich den Tangens von diesem Winkel, wo das passiert ist, und kriege mein Fn hier vorne direkt raus. Und das war fürs erste Mal für uns alles an der schiefen Ebene. Ein paar wichtige Sachen, die wir uns merken müssen, sind zum Beispiel, wir kriegen hier vorne zwei Achsen raus, die wir kennen, zwei bekannte Fälle. Und diese bekannten Fälle können wir jetzt generalisieren zu unserem Generalfall, wo wir einen beliebigen Winkel haben. Das heißt, diese bekannten Fälle generalisieren wir für diesen unbekannten Fall. Und das macht man in der Physik in 90% aller Fälle, die man nicht kennt. Da geht man auf die bekannten Fälle hin, guckt sich die an. Oh ja, ja, die beiden kennen wir. Und dann guckt man sich an, wie der unbekannte Fall dann aussehen muss als Komponenten in den bekannten Fällen. 99% aller unbekannten Fälle kann man in bekannte Fälle zerteilen, durch zum Beispiel Kräftezerlegung. Wie auch in diesem Fall zerlegen wir unsere seltsam stehende Gravitationskraft in eine Kraft parallel und eine Kraft senkrecht auf unsere Ebene. In die Parallele, das ist die Hangabtriebskraft, die Senkrechte ist die Normalkraft. Die beiden haben dann diese interessanten Formeln, Fn ist gleich Cosinus Phi mal Fg und Fh Hangabtriebskraft ist gleich Sinus Phi mal Fg. Ohne Reibung sorgt nur
Diese haben Abtriebskraft für eine Beschleunigung. Das heißt, nur die haben Abtriebskraft, sorgt hier für m mal a. Und daraus können wir uns unsere Beschleunigung ausrechnen. Die ist dann einfach Sinus von phi mal g, wie es hier und hier vorne steht. Das Interessante an diesem Verfahren der Generalisierung ist, dass jede Generalisierung auch im Spezialfall dann wieder gelten muss. Das heißt, wenn wir den Spezialfall phi gleich 0 wählen, muss das auch wieder für unsere Ebene gelten. Witzigerweise kriegen wir sogar noch eine andere Spezialisierung raus, und zwar die für phi gleich 90 Grad, die dann einfach der uns bekannte Fall ist. Das heißt, ganz wichtig, das sollte man sich auf jeden Fall merken, in der Physik hat man immer irgendein unbekanntes Problem und da guckt man sich spezifizierte Fälle an und die spezifizierten Fälle generalisiert man dann zu dem unbekannten Problem und das unbekannte Problem, wenn man das dann kennt, kann man es wieder spezifizieren und guckt dann, kann man überprüfen, ob das unbekannte Problem jetzt richtig gelöst wurde. Weil wenn das richtig gelöst wurde, muss es für die Spezialfälle auch wieder gelten. Danach hatten wir uns angeschaut, wie die Reibungskraft funktioniert. Und die Reibungskraft funktioniert über eine empirische Formel. Das heißt, die hat man sich im Versuch ausgedacht. Und diese Formel ist einfach, wir multiplizieren unsere Normalkraft mit irgendeinem solchen Reibungskoeffizienten, Fn oder Fr oder μ, es gibt da ganz viele Namen für. Wir multiplizieren unsere Normalkraft mit einem Reibungskoeffizienten und dann gucken wir uns nur noch an, was die Richtung ist. Die Richtung zeigt gegen, deswegen hier dieses Minus, gegen die Richtung der Geschwindigkeit, deswegen hier dieses EV. Generell, ich werde es nochmal hier hinschreiben, einfach weil es mir jetzt wichtig ist, generell kann man aber sagen, dass der Betrag der Reibungskraft, die Größe der Reibungskraft, ist nichts anderes als dieser Faktor mal meine Normalkraft. Das heißt, da muss ich mir wirklich nicht viel merken. Einfach Faktor mal Normalkraft. Das sollte ich mir merken, den Rest kann ich mir immer noch überlegen, dass er gegen die Geschwindigkeit stehen muss. Nur eine Sache dann hier noch zu, wenn v gleich 0 ist, dann gibt es auch hier vorne Probleme. Das sollte man sich ein bisschen in Erinnerung behalten, dann ist die Kraft nämlich hier 0 und nicht existent. In dem Falle, dass wir also eine Reibung haben, kriegen wir raus diese schöne Gleichung hier vorne. Unser Reibungskoeffizient ist dann hier durch Tangens phi gegeben oder das Tangens des Winkels, ab dem keine Beschleunigung ist, ist Fn. Allgemeiner kann man aber auch sagen, die Beschleunigung ist g mal Sinus phi minus Cosinus phi mal Fn. Bei der Formel muss man aber ein bisschen aufpassen. Wenn der Phi-Winkel hier vorne unterschritten wird, der wichtige Phi-Winkel, dann haben wir hier keine negative Beschleunigung, weil die Geschwindigkeit dann nämlich 0 ist. Dann werden wir so lange gebremst, wir haben erstmal eine negative Beschleunigung, aber dann ist die Geschwindigkeit ganz schnell 0. Und dann haben wir gar keine Beschleunigung mehr. Das heißt, das hier vorne führt nicht dazu, dass das Objekt irgendwie wieder den Berg raufklettern kann oder so, sondern das führt nur dazu, dass V gegen 0 geht. Also nochmal ganz kurz, was haben wir heute gelernt? Spezifizierung und Generalisierung. Wie funktioniert das? Was macht man da? Wir haben heute gelernt, wie sehen Kräfte an schiefen Ebenen aus, was muss man da machen, wie muss man die zerlegen zum Beispiel, welche Fälle kennt man, welche Fälle braucht man. Dann haben wir uns angeguckt, was die Formel dann für die entstehende Beschleunigung ist, ohne Reibung. Und wir haben geguckt, dass das auch dann wieder für die Spezialfälle gilt. Und schließlich haben wir uns angeschaut, was ist eine Reibungskraft, wie funktioniert die, was ist die empirische Formel dafür. Und wir haben uns angeschaut, was die Beschleunigung im Endeffekt ist, wenn wir eine Reibung mit einbauen. Und wir haben eine Formel für unseren kritischen Winkel hergeleitet, ab welchem Winkel hier vorne, ab diesem kritischen Winkel hier vorne, ab dem ein Objekt entweder runterrutschen kann oder halt nicht. Nicht, wenn er kleiner ist, runterrutschen kann er, wenn der Winkel größer ist als dieser kritische Winkel hier vorne, durch diese Formel hier vorne gegeben. Ach, bevor ich es vergesse, noch ganz kurz eine Anmerkung zu Generalisierung und Spezifizierung. Ihr habt ja gesehen, wir haben jetzt hier zusätzlich eine Reibungskraft eingebaut. Das heißt, wir haben dort wieder etwas generalisiert. Nun schauen wir doch mal ganz kurz, ob das auch im Spezialfall gilt. Der Spezialfall ist, die Reibung ist gleich 0. Das heißt, der Reibungskoeffizient ist einfach hier gleich 0. Was passiert dann? Naja, der ganze Teil mit dem Cosinus fällt weg und wir haben a ist gleich g mal Sinus. Kennen wir die Formel schon irgendwo her? Ja, a ist gleich g mal Sinus ist genau die Formel unseres Spezialfalls.
Das heißt auch hier, so wie überall und immer und in jedem Falle, aus einer Generalisierung müssen auch wieder die Spezialfälle folgen. Und man kann Spezialfälle generalisieren, um auf die Lösung eines komplexen Problems zu kommen. Ich hoffe mal, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe mal, ich habe euch dadurch jetzt nicht zu sehr abgeschreckt durch die Generalisierung und Spezifizierung. Aber ich würde euch gerne nicht nur Physik beibringen, sondern auch die Denkweise hinter Physik. Die Denkweise, die wirkliche Physiker benutzen. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch wunderviel Spaß. Wir sehen uns dann. Tschüss!